Mr. Prepper, die Agency hat ganz Miracaville unter Kontrolle gebracht und wir haben keinen Bock darauf und versuchen auszubüchsen. Dafür baue ich unterirdische Bunker, ich habe einen Löffel dabei und genug Gangsterfilme gesehen, damit ich weiß, wie das läuft. Ich zocke blind, aber ich habe mich natürlich wie immer vorbereitet. Lasst ein Like da, herzlich willkommen. They call me Mr. Prepper. Yeah, Miracaville, ey. Was? Und wir sind zurück an ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. Natürlich ist es ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Miracaville zu fliehen. Der Ort heißt wirklich so. Oh, natürlich habe ich es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind sie auch auf Bewährung. Geil, ich bin ich habe eine Vorstrafe bekommen. Ich werde regelmäßig für kleine... Ich lese heute wie ein Buchstabierbienchen. Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsidenten. Möge Gott ihn schützen. Okay, also ihr habt schon mitbekommen. Was? Tutorial. Dies ist ein Tutorial. Lass mich dich herumführen. Klar. Ihr habt schon mitbekommen. Wir leben in Miracaville, das ist dieses schöne kleine Städtchen hier, und wir werden überwacht. Wir sind unter einer staatlichen Kontrolle. Die Agency überwacht alles. Ja, und darum geht es um Miracaville. Ihr seht hier schon das Erdreich, da bauen wir mit unserem krassen Löffel dann unseren Bunker hin. Ja, weil ich bin heute wieder besonders kreativ und habe mir überlegt, ich zeige euch den Part vom Spiel, den garantiert jeder spielen wird, das Tutorial, ne? Ja, ja, Kappa, rechtsklick auf irgendein Objekt, um zu sehen, was du damit machen kannst. Nickerchen. Abfahrt. Nicht? Okay. Du bist nach deinem Fluchtversuch müde. Du verdienst ein Nickerchen. Habe ich gerade probiert. Hier oben? Nickerchen. Aufs Bett. Okay. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Spiel, entspannt. Überfordere mich nicht. Du bist hungrig. Geh etwas essen. Okay, also hier haben wir unsere Ausgeruhtheit. Hier haben wir unseren Hunger. Wenn ich irgendwo hinklicke, läuft er dahin. Wenn ich doppelt drauf klicke, sprintet er. So, plündern wir mal Kühlschrank hier, Alter. Schönes Hacksteak, Alter. Fünfmal Suppe. Eine normale Portion Essen. Wird dich in schwierigen Zeiten retten. Ja? Hab ich Bock? Essen. Ah, okay. Also mit Rechtsklick muss ich das alles machen. Gut. Halte deine Vorbereitung hoch. Die Vorbereitung ist das hier. Okay. Er ist dein wichtigster Wert. Danke, Spiel. Geht's jetzt auch weiter? Oder habe ich... Ja? Ach, ich muss darauf klicken. Wenn er auf 0 fällt, wirst du in Ohnmacht fallen, okay? Bleibe satt und ausgeruht, um ihn hochzuhalten. Ich halte ihn immer hoch. Neuer Fluchtplan. Lies deinen neuen Fluchtplan. Hier oben. Lesen. Schneller. Ziel Nummer 1, überleben. Guter Tipp. Ziel Nummer 2, flüchten. Bau den ersten Raum von meinem Bunker. Wo ist mein Löffel? Also, wir machen das hier. Hier hin. Bauen. Ja. Sieht gut aus. Alter Freund, du musst eine Leiter für deinen Bunker herstellen. Decke zuerst deine vertraute Werkbank auf. Hier, nehmen. 187. Junge, wir sind hier nicht im Altersheim. Da, nehmen. Okay. Draufklicken. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Schaue nach, was du brauchst, um sie aufzufrischen. Werkbank Level 1. Du brauchst etwas Metall und Holz. Fange an mit dem Kauf von Einheiten Metall. Einheiten Metall. Ach, hier unten steht's. Okay. Ich brauche 5 Metall und 15 Holz. Ich kann nicht lesen. Lässt sich Gegenstände herstellen und zerlegen. Also wir müssen unsere Werkbank aufrüsten. Und das machen wir. Dazu brauchen wir Material. Und die bestellen wir in diesem Spiel am Briefkasten. Da gehen wir rechtsklick drauf, handeln. Jetzt warten wir, bis Opi wieder ein bisschen rangekommen ist. Danke. Handeln. So, Zeit zu handeln. Gute Erkenntnis. Mach eine Bestellung und hole sie in 2 Stunden ab. Hier, und jetzt klicken wir hier rauf bei Sergei und bestellen 5 Eisen. Da sehen wir, okay, hier oben ist der Preis, hier wie das kostet, wie viel wir jetzt ausgegeben haben und hier mal 5. Was bist du? Erde, achso. Stoff. Koks. Das sind die ganzen Materialien, die wir dann noch kaufen können. Okay, handeln, gehandelt. Was, ich soll 8 Einheiten, okay. Das ist ein Vertrauensniveau mit deinen Nachbarn. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen verbesserst, erhältst du Zugang zu mehr und besseren Angeboten. Also je mehr wir kaufen, desto mehr Ressourcen kriegen wir auch. So eine Art Level-System. Oh, fancy schmancy. Durch Weiterempfehlungen deiner Nachbarn kannst du auch weitere Händler freischalten. Also so leveln wir im Grunde, indem wir kaufen. Micromanagement. Oh, also bei Nancy können wir noch nichts kaufen, aber verkaufen. Und im Supermarkt können wir kaufen, aber nichts verkaufen. Macht Sinn. Gehe in den Wald und suche etwas Holz. Benutzen. Hier machen wir das nämlich über diese komischen Wegweiser. Da klicken wir rechtsklick drauf. Sind wir woanders.
Ah, der Geruch von Abenteuer. Ich bin mir sicher, der Wald ist voller nützlicher Materialien. Und ich bin mir sicher, dass ein Wald nicht nach Abenteuer riecht. Hier brauchen wir einen Hebel. Genau, das habe ich auch schon gesehen. Wir können jetzt quasi, indem wir hier auf das Holz klicken und da auf Nehmen gehen. Ist ein bisschen umständlich und er bewegt sich in Zeitlupe. Oh mein Gott, Junge. Können wir Holz sammeln? Junge, Feuer. Danke. Zu Hause. Oh, okay, Postbote. Ach, die kann ich jetzt nehmen. Okay. Zerlege 3 Stämme, um Holz zu bekommen. Das machen wir an der Werkbank. Mit bisschen Feuer. Danke. Ja, so umständlich, ja. Okay. Hier natürlich auch zerlegen. Und hier auch. Nee, Quatsch. Was habe ich getan? Jetzt ist es bei uns im Spiel schon Nacht. Alter, dieses Spiel, ne? Herstellen. Endlich kannst du deine Leiter herstellen. Hier, wa? Ja. Du brauchst Lampen für deinen Bunker. Dafür brauchst du Glas. Zerlege etwas in deiner Werkbank. Genau, das habe ich auch schon gesehen. Da können wir das hier einfach nehmen. Die hier, das hier brauchen wir auch noch. Herstellen. Und da können wir hier auf zerlegen. Dann hier oben Wandlampe herstellen. Digga, was ist mit der Schrift los? Bisschen Angst. Da haben wir jetzt natürlich die hier. Und da habe ich schon gesehen, da wäre das schlauer, wenn wir die ein bisschen mehr an der Seite hier anbringen. Hallo? Hallo? Ah, okay. Okay, da haben wir es. Du musst vor 3 Uhr schlafen gehen. Und schon sind wir Tag 2, Freunde. Der Agent kommt gleich. Du musst verdächtige Gegenstände verstecken oder nehmen. Das hier auf jeden Fall umdrehen. Dann hier unten zudecken. Digga, komm aus dem Arsch. Alter! Schneller! So, und hier hinten. Rennen! Rennen! Nehmen! Ich komme. Digga, ich komme. Ganz entspannt. Genau, und er guckt sich jetzt hier alles an und darf eben unseren krassen Bunker nicht entdecken. Unter der vorherigen Regierung haben wir für jede Durchsuchung einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht. Dies war nachteilig für den Schutz von Sicherheit und bla. Überprüfe auf Anzeichen von staatsgefährdenden Tätigkeiten. Das Zimmer wirkt aufgeräumt und funktional. Ich hoffe, es gibt hier nichts Illegales. Ja, das hat Hand of Blood nämlich vergessen hier zu machen. Kann mich jetzt gerade übrigens nicht bewegen, wenn ihr euch wundert, warum ich hier so rumstehe. Und? Ah, Untersuchungsergebnis. Fehlende wichtige Gegenstände, keine verdächtige Gegenstände. Was ist das? Meine Ölfässer? Hä? Echt? Verdacht 28%. Nichter Kontrolle. Freunde, wollt ihr einen Duden haben? Platziere deine Werkbank in deinem Bunker. Ach so, genau. Jetzt steht die nämlich gleich hier unten und kann von dem Agenten Futz wieder nicht mehr entdeckt werden. Hallo? Digga? Hallo? Also, er ist ein kleines bisschen Waldorfschüler, das habe ich schon gemerkt. Ich habe jetzt aus Versehen Dosenfutter gefressen. Zeit für meinen ultimativen Plan, ja? Schaffe eine Nahrungsquelle. Baue ein paar Pflanzen in deinem Bunker an. Jo, wo ist mein Löffel? Ja, jetzt haben wir die Flächen hier unten. Genau, kloppen wir direkt hier an der Seite. Was nicht geht... Achso, okay. Und du kommst hier ran. Und jetzt nach 100 Jahren können wir hier unten endlich die... Nein, nein! Erstes Beet. Und jetzt... kann ich, glaube ich, 4-mal Karottensamen endlich Karotten pflanzen, ne? Zeig mal. Ich habe das jetzt einfach nur hingestellt, oder was? Was? Aufteilen? Was? Was kann ich denn jetzt damit machen? Rechtsklick. Pflanzen. Pflanzen. Das hier. Was? Was willst du jetzt von mir, Spiel? Ich muss das gießen oder was? Ich schmeiß das gerade durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was ich hier... Ich glaube, das hier. Pflanzen. So funktioniert Gärtnern aber nicht, ja? Nahrungsquelle gesichert. Ich sollte wieder auf meinen Plan schauen. Wie kann ich fliehen? Auto, Flugzeug, Rakete? Nein, das wäre einfach nur verrückt. Mach einen Plan. Fluchtplan. Renn, Prepper. Renn. 1 Inspiration. Ich muss noch mehr planen. Wie kann ich fliehen? Was passiert eigentlich genau, wenn ich Kokain nehme? Lesen. Sehr geehrter Mr. Prepper, Sie kennen mich nicht, aber Ihre Ambitionen sind mir aufgefallen. Sie sind eine interessante Person, Mr. Prepper. Und es gibt heutzutage nicht viele interessante Leute in dieser Stadt. Ich weiß, dass Ihr kleiner Roadtrip nicht gerade gut gelaufen ist. Zu schade, aber wenn ich etwas vorschlagen darf, gehen Sie hoch hinaus und bleiben Sie nicht nur auf dem Landweg. Meine Fresse, ich habe Ihnen etwas angehängt, was Sie eventuell nützlich finden könnten. Es ist ein bewährtes Design. Es klingt verrückt, aber ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen können, Mr. Prepper. Und keine Sorge, deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Du kannst bald etwas Fanpost von mir erwarten. Mit freundlichen Grüßen, der Minuteman. Das hier ist das, was er
uns angehängt hat. Ah, ein Foto von einer Rakete. Lesen. The Rocket. Lustig, das macht überraschenderweise Sinn. Ich habe wirklich das Gefühl, ich kann das schaffen. Allerdings braucht das noch etwas Planung. Aha, krass. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wir wollen eine Rakete bauen. Mal gucken, was der Plan sagt. Inspiration. Plan. Lol. Wie geil. 50 Stein, 20 Metall, 10 Glas. Ultimativer Raketenplan, Phase 1. Mit 50 Stein. Ich weiß nicht, ob eine Rakete so funktioniert. Wir können es probieren. In der nächsten Folge. Ha, geschmeidige Überleitung. Freunde, das war's erstmal für diese Woche. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo zur Unterstützung da. Hier gibt's noch mehr Stuff von mir, den ihr euch angucken könnt. Und ansonsten hoffe ich, sehe ich euch alle nächsten Donnerstag wieder, weil ihr wisst, Sonntag und Donnerstag gibt's Content von mir. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Wollt ihr mehr von Mr. Prepper sehen? Ihr könnt mir auch andere Spiele vorschlagen. Ich muss immer gucken, ob mein Rechner das verkraftet. Ja, in dem Sinne.